Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Vortrag ChatGPT, der unermüdliche Q&A-Tutor auf Frag jetzt. Freue mich, dass so viele hier sind. Wow, die Zahl steigt immer noch, 86, 87. Genau, aber ich will den Referenten gar nicht die Zeit nehmen. Deshalb übergebe ich jetzt an Herrn Kibbelday-Zirkel. Ja, vielen Dank, Herr König. Dann würde ich sagen, die Begrüßungsfolie raus, dann kann es losgehen. Ja, ich bin also echt erbaut darüber, wie viele hier gekommen sind. So viele habe ich nie in meiner Vorlesung, höchstens in der Erstveranstaltung. Aber ja, ChatGPT ist ja was sehr, sehr Neues und da kommt man natürlich auch. Mein Name ist Kibbelday-Zirkel, Herr Ruben Bimberg ist mein Masterstudent, der in den letzten Wochen ChatGPT in unsere Q&A-Plattform frag.jetzt eingebaut hat. Wer Frag jetzt noch nicht kennt, ist es einfach ein Audience-Response-System der neuesten Art, sehr populär unter Lehrenden, kann vieles und hat viele Funktionalitäten, die wir morgen in einer Mikrofortbildung auch über eine Stunde lang erläutern können in den entsprechenden Lehrszenarien. Hier geht es eher darum, wie Sie ChatGPT in Ihrer Lehre ausprobieren können auf unserer Plattform mit wenig Aufwand und Erfahrung damit sammeln. Ja, wir sammeln ja auch Erfahrung. Es ist ja alles ganz neu. Wir machen das auch im Rahmen einer Studie. Und dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Ich darf dann mal loslegen. Ja, das ist natürlich ein AI-generiertes Bild, was Sie da sehen. Das passt ganz gut rein. Ja, als Tutor, das ist hier die Betonung. Wir wollen ihn als Lernassistent hier verwenden, aber auch als Assistent für die Lehrkraft. Und da habe ich ja schon seit 3 Wochen Erfahrungen gesammelt, die ich auch gerne berichten möchte. So. Was erwartet Sie in knappen 20 Minuten? Ja, ChatGPT in der Hochschuldidaktik ist ein großes Thema, nicht nur in diesem Talk hier, aber auch in vielen anderen Talks auf diesem Festival. Mir geht es darum, ist es etwas, was man als Hilfskraft, sowie studentische Hilfskräfte einsetzen kann, wenn die Fragen kommen auf so einem Audience Response System wie Frag jetzt, dass die eine Unterstützung haben, dass die häufig gestellten Fragen einfach automatisiert und kompetent von einer KI beantwortet werden. Ja, also KI-Tutor versus studentische Hilfskraft. Dann zeige ich Ihnen, wie wir, also Herr Ruben Bimberg und auch einige Studierende, das integriert haben in eine Plattform, die es ja schon ein paar Jahre gibt. Und wir gehen direkt auf den Webservice von OpenAI, das heißt über eine API. Der Zugang ist relativ einfach. Wenn Sie an unserer Studie teilnehmen, ist es eigentlich nur ein Zauberwort, was Sie eintragen müssen, ein Aktivierungscode. Wenn Sie das unabhängig von unserer Studie machen, dann müssen Sie bei OpenAI, oder ich kann es auch Englisch aussprechen, openai.com, ein Konto eröffnen, dort einen Key kopieren und hier einfügen. Das ist etwas umständlicher, auf das werde ich hier nicht eingehen. Die Folien dienen Ihnen auch als Handout für den nachfolgenden Netzwerktisch. Da können wir dann auf die Details eingehen. Oder wann immer Sie vorhaben, das doch für Ihre eigenen Räume auf Frag jetzt einzurichten mit Ihrem eigenen API-Key. Wer API nicht kennt, das ist einfach der Webservice, eine Schnittstelle im Internet, die man da anspricht. Und man geht also nicht über die Webseite von OpenAI, wo ja jetzt Milliarden von Menschen den Chatbot befragen. Sie müssen also ein Konto erstellen, das hat datenschutzrechtliche Gründe oder Haftungsgründe, falls diese Schnittstelle zum Chatbot missbraucht wird. Was viele nicht wissen, ist eigentlich, dass die Kunst in der Nutzung eines Chatbots, eines KI-Chatbots, eigentlich darin liegt, wie man Fragen stellt. Und das ist mittlerweile eine eigene Disziplin geworden, ne? Prompt Engineering. Da kann man also schon Kurse belegen und ich selbst habe das auch integriert in einer Veranstaltung als ja großen Platz dort eingenommen. Es geht um die Relevanz und Präzision von KI-Antworten. Wenn Sie denn einfach nur ganz dumm dreist irgendwelche Fragen stellen, dann wird er auch entsprechend antworten. Zwar höflich und irgendwie professionell, aber es ist nicht das, was Sie vielleicht erwartet haben. Unsere Plattform
ist ja eine Bildungsplattform. Es ist ein Audience Response System für die Lehre, für die akademische Lehre, sodass man hier zum einen auf vordefinierte Prompts zugreifen kann. Also das sind hunderte von Prompts, die die Community draußen schon definiert hat, wo man dem Chatbot sagt, hey, nimm die Rolle eines IT-Experten ein und erkläre mir die und die Begriffe oder sowas. Oder wie ich mein WLAN aufspanne, ja. Und man kann jeder registrierte Teilnehmer, kann Infrag jetzt auch eigene Prompts erstellen, damit er die auch ablegen kann, werden die gespeichert in Katalogen und kann ganz schnell sagen, komm, schreib mal ein Abstract zu den Stichwörtern in Deutsch, in Französisch, mit dem Bezug in der Rolle oder mit der Zielgruppe, zweites Semester Philosophie oder irgendwie, ja. Wenn wir so etwas anbieten, gerade in der Studie, oder wenn Sie das mit Ihrem eigenen API-Key machen, das ist ja mittlerweile ein Bezahlsystem, wenn Sie die API verwenden von OpenAI, dann müssen Sie natürlich die Quota verwalten können, also Kontingent. Das Kontingent heißt, Sie kriegen da sogenannte Token. Das sind nicht unbedingt Wörter, aber Silben oder Teile von Wörtern oder auch ganze Wörter. Und danach wird der Verbrauch gemessen. Muss Sie nicht weiter interessieren, weil das ist momentan unkritisch. Aber man könnte es ja auch missbrauchen und deswegen gibt es dort Vorgaben. Das zeige ich Ihnen oder vielmehr in Screenshots haben Sie das im Nachgang dann auch zum Weiterverfolgen. Wir haben längst schon vor ChatGPT KI eingebaut hier in unsere Frage jetzt. Das ist DeepL, das werden die meisten von Ihnen kennen. Wenn Sie Lehrerin oder Lehrer sind, wissen Sie, warum die Schülerinnen plötzlich perfektes Deutsch schreiben, wo sie doch vorher kaum was rausgekriegt haben und wenn dann Kauderwelsch. Das war die Rückübersetzung. Ich glaube, ich habe es erfunden. Also ich war der Erste, der also das, was Studenten so verzapfen und in dieser Frag-Jetzt-Plattform, das ist ja alles so unvollständige Sätze und nicht gerade in der zweiten Rechtschreibreform angepasst, dass das erstmal von dieser KI DeepL ins Englische übersetzt wird. Da sind die gut drin. Ja, das ist dann schon alles perfekt, mehr oder weniger, und dann rückübersetzt und dann haben wir perfektes Deutsch. Das hat funktioniert und ist das Grauen aller Lehrer in den allgemeinbildenden Schulen im Deutschunterricht. Dann haben wir DeepL verwendet, um aus Q&A-Foren, die hunderte von Fragen haben, weil sie über das ganze Semester laufen, ja, wo Studierende wirklich schon über 500 Fragen gestellt haben, dass wir dort automatisiert mit der KI die Stichwörter extrahieren und daraus einen Radarschirm aufspannen und dann die wichtigsten, also die Hotspots finden. Gut, und als letzter Punkt mein Aufruf, nehmen Sie daran teil an dieser kostenlosen Evaluationsstudie für die nächsten 3 Monate und probieren Sie es einfach aus, entweder für sich selbst als Lehrperson oder Sie geben es Ihren Studierenden frei, Fragen zu Ihren Vorlesungen oder was immer Sie treiben, über den ChatGPT beantworten zu lassen, der dann quasi als studentische wissenschaftliche Hilfskraft fungiert. Gut, dann legen wir mal los. Ja, KI-Tutor oder studentische Hilfskraft, was spricht für den Tutor, wenn er künstlich ist? 24/7, muss ich nichts zu sagen. Ne? Wir gehen ja über die API, die ist unabhängig davon, ob die halbe Welt gerade chattet mit ihm. Ja? Das ist ziemlich performant. Auch am Nachmittag, wenn US-Amerikaner unterwegs sind und schon wach. Also der KI-Tutor kostet wirklich nichts. Also wir konnten nicht mal das Guthaben, was wir von OpenAI bekommen, also noch nicht mal über einen Dollar hinaus verbrauchen durch die ganzen Vorstudien, die wir gemacht haben, obwohl wir damals sogar 18 Dollar hatten. Die haben wir wieder zurückgegeben. Der KI-Tutor tritt immer freundlich auf, egal wie brachial sie den auffordern, irgendwas zu sagen. Ja? Er ist immer professionell, er ist immer seriös und er spricht perfektes Deutsch oder Englisch, Französisch oder Arabisch oder was auch immer. Ja? Wie sie ihn auch ansprechen, das ist schon der Wahnsinn. Sie sind ja auch alle baff, ne? Von dem, was da passiert. Gegen ihn spricht allerdings, dass die Antwort immer nur so gut ist, wie die Frage oder die Aufforderung oder der Befehl denn formuliert wurde. Ja, das geht in dieses Prompt Engineering. Prompt ist die Eingabeaufforderung an den KI-Chatbot doch zu antworten. Ne? Das ist die Kunst des Fragens, the art of questioning. Und vor allen Dingen, wenn Sie also in den hochwissenschaftlichen Bereich reingehen oder auch in den journalistischen oder so, da müssen Sie einen Faktencheck machen. Noch.
Wir benutzen im Hintergrund das Sprachmodell GPT 3.5 Turbo, das Sie auch auf der Webseite von OpenAI finden. Die 4.0er-Version, also da brauchen Sie fast keinen Faktencheck mehr. Und wenn Sie bei Microsoft in die Bing-Suchmaschine gehen, der durchsucht ja das Internet. Ja, Sie wissen ja, ChatGPT weiß nur alles, was bis vor dem Internet war quasi. Ja, also September, Oktober letzten Jahres. Alles andere kennt er nicht. Dem ist, glaube ich, immer noch die Merkel unsere Kanzlerin. Aber nicht im neuen Sprachmodell, in der Version. Gut, das sind jetzt meine Erfahrungen, meine ganz persönlichen, nicht als KI-Tutor, sondern ich habe ja natürlich ChatGPT auch hier schon als Lehrkraft benutzt. Ich habe auch das Abstract hier für diese Konferenz von ChatGPT, also nicht schreiben lassen, aber ich habe ihm die Stichwörter gegeben, also ich will da rein, schreibe so, dass es angenommen wird. Ja, und es wurde angenommen, wie Sie sehen. Also von daher, das passt alles, ja. Sie können und die Studierenden sollen das ja auch, wenn sie denn auch sagen, ja, ich habe das verwendet in der eidesstattlichen Erklärung oder sowas. Ja, das ist alles im Gespräch, finden Sie in anderen Talks oder so. Ihre Präsentation erstellen, wenn Sie LaTeX verwenden, und macht er das perfekt. Gliederung, Abstract, Sie können auch Bücher schreiben, allerdings gehen da die Token drauf. Man kann paraphrasieren, also Zitate dann in eigenen Worten wiedergeben, aber ordentlich natürlich die Quelle nennen. Korrekturlesen, sehr beliebt, ja. Man kann den Sprachstil optimieren, keine Wortwiederholung, Synonyme anbieten, können Sie natürlich an anderer Stelle auch, aber das passt dann genau in diesen Kontext. Sprachstil anpassen heißt, komm, mach es für Akademiker, was weiß ich, der Informatik, zweites Semester, Bachelorstudierende, ja, oder für einen 12-Jährigen oder als Gute-Nacht-Geschichte für einen 4-Jährigen, was ich auch schon gemacht habe. Oder rappe es oder mach es im Stil eines Limericks, aber das ist nicht das, was wir hier machen. Ne? Text übersetzen ist perfekt. Ich muss leider zugeben, es ist besser als DeepL. Ja, es ist so. Es ist einfach so. Er hat einfach mehr Trainingsdokumente erhalten als DeepL. Es kann E-Mails schreiben. Ich ermuntere meine Studierende doch, es einfach direkt mit dem da zu versuchen, als irgendwie Kauderwelschis en français oder in Englisch oder in Deutsch irgendwas rüberbrechen wollen. Das kommt meistens nicht gut. Forschungsfragen, wer also aktiv forscht, kann ihn doch auffordern, was gibt es an unbekannten Informationen, was nicht jeder gerade schon in seiner Dissertation, in seiner Masterthesis verwendet hat, was sind noch offene Fragen, und er gibt Antwort darauf. Ne? Und als Student oder Studentin kann ich mir Quizze generieren lassen oder Lernkarten, sehr, sehr beliebt, ja, also schon ausprobiert, für die Foliensätze, die mir der Dozent, die Dozentin gegeben hat, ja, also die ich gar nicht so richtig verstanden habe, macht er das als Lernkartenextrakt. Der helle Wahnsinn. Und ich bin Informatiker, Herr Ruben Bimberg ist es noch viel mehr. Er hilft tatsächlich beim Programmieren. Er schreibt nicht fertige Programme, aber er erklärt altes Software und hilft, Fehler zu finden, und kann auch Codefragmente perfekt generieren in jede Programmiersprache, die Sie vielleicht gar nicht kennen. So, next please. Ob das alles stimmt? Aus eigener Erfahrung ja. Aber das sollen Sie ja selbst ermitteln, herausfinden. Deshalb die Evaluationsstudie in den nächsten 3 Monaten. Sie können kostenlos so viel chatten mit ihm oder Ihre Studierenden und alles ausprobieren. Wir zeigen Ihnen, dass das alles in einem Korsett auch stattfindet, also schon in geschützten Räumen, nämlich in Frag jetzt, sodass das nicht zum Ausbruch führt, dass ChatGPT merkwürdige Antworten gibt. Also gut. Wir sind nicht die Ersten, die mit Studien schon begonnen haben, sondern ich habe nur mal hier bei, das war ein zu viel geklickt, sorry. Jetzt braucht er ein bisschen länger, um zurückzugehen. Bei Google Scholar, werden Sie kennen, einfach gesagt, gib mir alles, was jetzt erscheint, ChatGPT in Education. Und allein Anfang April hat er mir das hier rausgeworfen und noch 4 andere. Ja, da geht es um Fragen wie, ja tatsächlich, es gab Studien, die Physikaufgaben kann der ChatGPT besser machen als der Lehrer. Das steht oben links. Oder braucht man ihn überhaupt noch, ja, den Lehrer? Ja, das will ich doch hoffen. Ne? Und viele Dinge mehr. Ja, also es gibt auch schon Metastudien über das Ganze. Gut. Wie können Sie ChatGPT verwenden? Das geht relativ schnell. Die einzige Bedingung, die wir noch stellen, ist, Sie müssen sich bei Frag jetzt auf dieser Plattform, Frag jetzt ist auch die Adresse, ne? Sie einfach in der URL im Browser oben eingeben, frag.jetzt. Jetzt ist eine Top-Level-Domain wie .com, .de oder sonst was. Und wir
lassen sich das Passwort generieren, weil wir können keine unsicheren Passwörter akzeptieren, weil wir haben hier eine künstliche Intelligenz auf der anderen Seite, ne? Und das muss rückverfolgbar sein, falls Missbrauch passiert. Das will OpenAI auch so, ja, nicht unbedingt wir. Deswegen haben wir sichere Passwörter eingeführt, die generiert werden. Ja, das ist die Begrüßungsseite im Hintergrund und hier vermerkt, wo Sie oder wie Sie Ihr Konto erstellen können. Alles, was ich jetzt sage, ist nur erforderlich, wenn Sie es selbst machen wollen, wenn Sie Ihre API, den API-Key selbst holen wollen von OpenAI.com. Ja, das ist recht aufwendig und deswegen gehe ich relativ schnell durch. Sie kriegen ein Guthaben, also was Geschenktes von $5, klingt nicht gerade viel, da kriegen Sie keinen Döner von. Aber Sie kriegen es auch nicht verbraucht. Ne? Sie können Millionen oder Ihre Studierenden Millionen von Wörtern schreiben. Also kleine Wörter, nicht gerade Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das wird dann weniger. Wir haben das mal überschlägig gemacht und gesagt, okay, 100 intensiv fragende Studis, die also in jeder Vorlesung da irgendwas raushauen, da reicht das Guthaben für 3 Monate. So müssten Sie Ihren Key da besorgen, Sie müssten ein Konto bei OpenAI eröffnen, über Ihr Handy das bestätigen, dass Sie das sind und so. Ja, also, ja, das ist etwas aufwendig. Und dann brauchen Sie diesen API-Key, das haben wir hier alles ein bisschen gehighlightet, wo Sie da hingehen müssen. Der ist sogar was von geheim, ja, den können Sie nachher auch gar nicht mehr wiederverwenden. Und dann brauchen Sie auch noch sowas wie eine Organization-ID zur Rückverfolgung. Ja, das alles brauchen Sie nicht, wenn Sie an unserer Studie teilnehmen. Dann haben Sie nämlich nur so ein Zauberwort, so einen Aktivierungscode, den kriegen Sie von mir per E-Mail. Der letzte Schritt ist dann, das Konto sich zu registrieren, einen Raum zu buchen und dann entweder den Key einzufügen an einer Stelle oder halt unseren Aktivierungscode. Wenn Sie also in Frag jetzt angemeldet reingehen, fallen Sie auf diese Seite. Sie sehen nicht die Räume da unten, die Veranstaltungen, die sind von mir. Sie würden auf dieses Pluszeichen da klicken und dann kann es eigentlich losgehen. Sie fallen dann in Ihren Raum, den Sie irgendwie bezeichnet haben, so wie hier im Raum Feedback. Da können Sie Moderatoren zuschalten. Aber wie gesagt, das würden wir morgen in einer Stunde alles im Detail verklickern in den verschiedenen Lehrszenarien und Lernszenarien. Wo man diese Plattform sehr gut einsetzen kann. Ja? Wichtig ist oben, ich kann es nur mit der Hand ein bisschen andeuten, oben rechts Optionen, da gibt es einiges, was die Studenten natürlich so nicht sehen, aber Sie und bei ChatGPT Einstellungen, da müssen Sie hin und den Schlüssel und die Organization-ID eintragen oder halt unser Zauberwort. Ja, was ist Prompt Engineering? Da geht es, wie gesagt, um die Qualität der KI-Antworten, wie relevant ist das, wie detailliert und genau. Und ach, ich will das gar nicht erzählen, weil ich habe es einfach den ChatGPT selbst vorgeworfen in unserer Applikation hier, nicht auf openai.com. Und erst hat er mich nicht so richtig verstanden, aber man kann ja Konversation halten, ja, und sagt, nee, du redest hier eigentlich irgendwas. Das ist eigentlich ein Begriff Prompting aus der Informatik und ich hatte ihm keinen Kontext gegeben. Ne? Und danach entschuldigt er sich immer. Und wer entschuldigt sich noch? Also gut, er ist immer nett. Also die haben das im Griff. Ja, also sie haben Restriktionen drüber gelegt. Und sie können auch nicht mehr nach Molotow-Cocktails und Bank-Robbery fragen. Da wird er ihnen schon was höflich antworten, ja? Was das für strafrechtliche Folgen hat. Und also die arbeiten dran. Also sie sind wirklich gut. Ja, und vielleicht nur ganz kurz der Hinweis hier, man kann das alles wieder in die Plattform einfügen, ja, aber das vielleicht auf dem Netzwerktisch. Wie gesagt, die Kataloge kann man nutzen, hunderte aus der Community, aus meinem Community-Projekt, Awesome ChatGPT-Prompts oder eigene, die man mühsam über längere Zeit erstellt hat, kann man hier katalogisieren und später benutzen. Das ist so unser Umfeld, wo man das machen kann. Hier oben wurde AI war vorgegeben. Dann kommen ein paar Treffer und man sagt ihm immer, agiere als, ne? In der Rolle von, ja, und so weiter. Gut, hier sind die Kataloge. Wenn man das als Individuum macht und angemeldet ist, kann man das raumunabhängig machen. Das greift über alle Räume, die Sie verwenden. Und zu finden ist das alles immer unter Optionen. Mit ganz vielen Einstellungen, die man auch im Playground von openai.com findet, ja, wie
Temperatur muss ihm nichts bedeuten. Also es ist nur, soll er fantasieren, wenn er die Antwort nicht kennt, also Halluzinationen da loswerden. Oder soll er einen Token ganz häufig wiederholen oder auch nicht? Das will man ja nicht in Überschriften haben, also Wortwiederholung oder ja, ähnliche Sachen mehr. Da haben wir nicht die Zeit, um darauf einzugehen. Kommen wir noch ganz kurz auf das Kontingentmanagement. Und da haben wir uns sehr, sehr viel einfallen lassen. Ne? Weil wenn wir so etwas freigeben an Studierende, da wollen wir schon ein bisschen Kontrolle haben. Selbst wenn wir Hilfskräfte dran lassen, die sind zwar irgendwie vereidigt, glaube ich jedenfalls, oder kriegen halt 12 Euro die Stunde. Dennoch könnten die das ja, wir wissen ja nicht, das ist ja 24/7 offen. Man kann Moderatoren an Kontingent zuordnen und natürlich den Teilnehmern. Das heißt also pro Monat, pro Tag, in Zeitfenstern, wo die Vorlesung läuft und vieles, vieles mehr. Ist gar nicht der letzte Stand. Man kann auch vieles mehr sagen. Das würden wir am Netzwerktisch dann noch im Detail erläutern, um halt nicht aus dem Limit zu laufen. Ne? Außerdem kriegen Sie von OpenAI, wenn Sie auf das Konto da gucken, auch immer einen Hinweis, wie viele Token verbraucht wurden. Muss Sie alles nicht interessieren, weil Sie wollen hoffentlich an unserer Evaluationsstudie teilnehmen. Ja, DeepL hatte ich kurz erzählt in der Agenda schon. Perfekte Rechtschreibung, Grammatik, Interpunktion, Stil. Wenn Sie es erstmal in eine andere Sprache übersetzen lassen und dann wieder rückübersetzen, und ich habe es, glaube ich, wirklich erfunden, ja, seit mehrmals publiziert und so, und seitdem macht es wohl jeder zweite Schüler oder jede zweite Schülerin, und Deutschlehrer haben echt ein Problem, noch herauszufinden, woran es da wohl liegt. In unserer Plattform Frag.jetzt sähe das so aus, da wurde also im QA-Forum eine Frage gestellt, und Sie haben hier unten mit dem grünen Knopf immer die Möglichkeit, die Frage zu, also textuell zu optimieren. Muss man nicht, weil diese Frage war schon gut. Aber wenn es irgendwie wichtig ist und man tatsächlich ein Pseudonym hier angegeben hat oder seinen Echtnamen, Klarnamen, dann will man ja auch glänzen, ne, in Rechtschreibung, Stil, Grammatik, Interpunktion. Ich muss gerade, wir haben bis 40, ne? Also habe ich noch ein paar Minuten. Gut, ja, bei gut gefüllten Räumen mit, wir haben Räume schon gesehen mit fast 700 Fragen. Und dann, wenn Sie wissen wollen als Lehrkraft, wo sind die Hotspots, da brauchen Sie ein Radar. Und das haben wir gemacht. Es werden also die Stichwörter extrahiert aus allen Fragen, allen Antworten, die da je abgelassen worden sind, vom ChatGPT oder von der Lehrkraft oder der Hilfskraft oder natürlich von den Studierenden. Und das sehe beispielsweise so aus. Ja, beispielsweise. Ja, Sie sehen also, was in der Mitte steht, wie beim Radar auch. Ja, das ist wo Hotspot, auch in der Farbe rot, Veranstaltung, frag jetzt Team, das ist aus dem Feedbackraum. Und wenn man da rüber hovert mit seiner Maus, bei KI-Chatbot können Sie das gerade sehen, dann sehen Sie, 59 haben das hochgeliked. Diese Fragen der Studierenden können andere hochvoten, ja, und damit auch bedeutsamer machen. Und der Dozent, die Dozentin kann dann eher auf diese hochgewoteten Fragen eingehen, wenn die Zeit drängt. Das war vor 11 Wochen und das ist das Besondere. Ich kann dann mit diesem Button hier zu den Fragen direkt nur auf diese Fragen gehen. Und in einem Wust von Hunderten von Fragen, da sind Sie dankbar, dass genau darauf fokussiert wird. Wenn das Wort falsch geschrieben worden ist, dann können Sie das als Raumerstellerin oder als Moderatorin auch hier korrigieren, damit es nicht zu peinlich wird. Ja. In der Evaluationsstudie einfach mich anschreiben, klaus.quibbeler-zirkel, aber das kriegen Sie ja über diese Plattform sowieso. Ich bin von der Technischen Hochschule Mittelhessen, THM, wer kennt sie nicht, Fachbereich Informatik, Naturwissenschaften und noch irgendwas. Sie kriegen dann per Mail von mir so ein Zauberwort, Aktivierungscode und Sie kriegen $20, also nicht in die Hand, ne, sondern einfach ist im Hintergrund dadurch freigeschaltet. Und das reicht noch für viel mehr. Millionen ist wahrscheinlich gar nicht, zig Millionen würde ich sagen. Die einzige Gegenleistung, die Sie erbringen müssen, ist, geben Sie uns Feedback. Wir fordern Sie dann an, oder wir bitten nachher, dass Sie Ihre Studierenden doch bitten, an einer bestimmten Stelle online zu gehen und dort ein paar Fragen zu beantworten, wie Sie es denn erlebt haben mit diesem ChatGPT. Da würde das Zauberwort eingetragen werden, da oben, ja, und dann haben Sie nichts mehr damit zu tun, was da unten noch steht. Und ja, ich bin ja noch kurz vor Ende. Ihre Fragen können Sie entweder jetzt gleich stellen, klar, oder auf am Netzwerktisch, ja, oder auch nachhaltig, ja, in einem Raum von der Frag-Jetzt-Plattform. Sie gehen also in Ihrem Browser, HTTPS müssen Sie nicht eingeben. Oder sagen Sie, gehen Sie nach Google oder nach Bing und sagen Sie einfach Frag.jetzt. Ja, Bing sagt Ihnen in der Vierer-Version sogar, wer wir sind und wie lange die Plattform ist und ob sie sicher ist. Das ist der helle Wahnsinn. Ich habe das mal gemacht. Nur die Vierer-Version
Und ChatGPT kann das. Ne? Microsoft hat es ja gekauft. Gut, der Raumcode, den muss man da angeben auf der ersten Seite. Der heißt, ja, wie soll es auch anders sein, ChatGPT. Schreiben Sie es aber richtig, sonst klappt es nicht. Herr Wimberg und ich und natürlich auch ChatGPT, wenn Sie es dann anfordern, beantwortest du das mal, werden das über die nächsten Tage oder Wochen, wann immer wann Sie da mal eine Frage haben. Wir kriegen eine Mail daraus aus dem Frag-Jetzt-Raum und werden das beantworten.